Mein Name ist Carsten Böhm, ich bin Pfarrer in der Evangelischen Kirche und heute geht es um Schuld und Vergebung. Neben mir steht Marion Denny, Staatsanwältin, und auch im Gericht und im Rechtssystem geht es ja immer wieder um Schuld und Vergebung. Und darüber wollen wir beide ins Gespräch kommen. Schön, dass du heute da bist. Hallo Carsten. Dann wollen wir doch gleich mal in medias res gehen. Gibt es denn im Gericht überhaupt so etwas wie Vergebung oder ist da mehr die Strafe und die Rechtsprechung im Fokus? Es ist natürlich richtig, dass vor Gericht es erstmal um was anderes geht. Es geht darum, die Wahrheit oder eine Annäherung an die Wahrheit zu finden und auch eine möglichst gerechte Strafe oder ein gerechtes Ende für einen Strafprozess. Aber ich habe es schon häufig erlebt, wenn dann mal das Opfer ausgesagt hat, ist es häufig schon zu Situationen gekommen, dass sich der Täter oder die Täterin spontan entschuldigt haben und dass das Opfer das dann auch annehmen konnte. Und das hat irgendwie gleich eine ganz andere Atmosphäre in den Raum gebracht. Manchmal merkt man aber auch, dass es ganz augenfällig ist, dass da ein großes Bedürfnis besteht, gerade zwischen diesen beiden außerhalb des formalisierten Gerichtsprozesses darüber sich auseinanderzusetzen. Und da gibt es ein Verfahren, das nennt sich Täter-Opfer-Ausgleich. Und das kann man auch noch nach dem Strafprozess machen und teilweise auch vor dem Gerichtsverfahren. Das ersetzt manchmal sogar ein Gerichtsverfahren. Da setzen sich das Opfer und der Täter oder die Täterin mit einem Mediator zusammen an einen Tisch. Sie sind eng beieinander und da kann dann darüber gesprochen werden. Und das ist oft härter als das formalisierte Gerichtsverfahren, weil der Täter sich dieser Situation stellen muss, aber das Opfer auch die Möglichkeit hat, aus diesem Verfahren rauszutreten. Es ist ja vor Gericht vor allen Dingen Beweismittel. Und dort kann es sagen, was es mit einem gemacht hat, warum ist mir das passiert. Und damit kann sich der Täter auseinandersetzen. Und ganz häufig werden dann auch Möglichkeiten gefunden, wie man mit dem Geschehen umgeht. Wiedergutmachung, Entschuldigung, was auch immer. Und das ist ja sehr befriedigend für beide Seiten. In dem Prozess geht es sicherlich viel um Reue. Aber spielt Reue auch bei der Straffestlegung eine Rolle? Auf jeden Fall. Wie der Täter oder die Täterin danach mit der Tat umgeht, ist ein sogenanntes Strafzumessungskriterium. Die Reue sollte ja am besten sich irgendwie auch tätig auswirken. Also entweder, dass man sich schon um Wiedergutmachung bemüht oder wenn man seine eigenen Defizite erkannt hat, zum Beispiel, dass man merkt, unter Alkoholeinfluss, unter Drogeneinfluss begehe ich Straftaten, dass man sagt, ich gehe das an oder ich gehe mein Aggressionspotenzial, ich mache eine Therapie. Und das wirkt sich auf jeden Fall aus und ist ganz anders zu werten als jemand, der sagt, mir egal oder ist halt so. Oder, also das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Das heißt, natürlich, wirklich eine Strafmilderung passiert dann, wenn man sagt, ich bereue das, tut mir wirklich leid, ich arbeite an mir, damit sowas in Zukunft nicht wieder passiert. Ja, ich weiß nicht, ob Strafmilderung das richtige Wort ist, aber man hat ja ein großes Spektrum. Nehmen wir jetzt mal einen schlichten Diebstahl, da ist der Strafrahmen Geldstrafe bis 5 Jahre Freiheitsstrafe. Und in diesem Spektrum findet man die Strafe. Und da fehlen neben der persönlichen, den Schaden, den man angerichtet hat, den Umständen, das Vorleben, das Nachtatverhalten, aber natürlich auch, was habe ich gemacht? Habe ich mich um eine Wiedergutmachung bemüht? Und das ist sicherlich ein wichtiges Kriterium. Was würdest du als Stärke in unserem deutschen Rechtssystem, in der deutschen Rechtsprechung benennen? Das Bemühen um ein ja wirklich rechtsstaatliches Verfahren, das Bemühen sich ja um eine möglichst große Annäherung an die Wahrheit, ja, dass die zu finden. Das ist kein einfacher Prozess. Die Staatsanwaltschaft wird ja als die objektivste Behörde der Welt bezeichnet. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Wir sind also verpflichtet, nicht nur das Belastende zu ermitteln, sondern eben auch das Entlastende. Und das sind alles Dinge, das kann nicht schnell gehen. Das finden viele Leute wahrscheinlich dann auch unbefriedigend, das Verfahren sich so hinziehen. Aber man muss ja schon sagen, es ist besser, einen Schuldigen laufen zu lassen, als einen Unschuldigen zu verurteilen.
Und über allem sollte auch eigentlich immer die Würde des Menschen, sowohl vom Opfer, aber auch vom Täter stehen. Mhm. Denn selbst bei schwersten Straftaten und langen Strafen muss zumindest theoretisch auch immer die Möglichkeit bestehen, die Freiheit wieder zu erlangen. Mhm. Und das ist natürlich ein komplexes Verfahren, aber ich finde, das ist auch eine große Stärke. Du hast jetzt gesagt, eine Staatsanwaltschaft, eine Staatsanwältin muss objektiv reingehen. Mhm. Empfindest du aber manchmal Mitleid? Jetzt nicht so sehr mit dem Opfer, sondern vielleicht auch mit einem Täter? Also ich würde das Wort Mitleid vielleicht eher durch Mitgefühl ersetzen. Mhm. Natürlich mit dem Opfer liegt das auf der Hand, aber auch sehr, sehr häufig ja, mit den Tätern und Täterinnen. Denn ich würde sagen, die meisten Straftaten entstehen aus Überforderung, aus Schwäche. Und das sieht man. Ich habe das schon so häufig erlebt. Man liest ein Sachverhalt und denkt, Mann, also furchtbar. Und dann ist man, hört man mehr von den Hintergründen. Und das ist alles nicht schwarz-weiß, sondern es sind immer ganz, ganz viele Grautöne. Kannst du ein Beispiel nennen oder darfst du gar kein Beispiel nennen? Ich kann es ja jetzt einfach oder mal so ganz, allgemein. Also zum Beispiel, mir fällt ein junger Mann, der ist von seiner überforderten Mutter rausgeworfen worden, hat auf der Straße gelebt, ist dann in den Keller eingebrochen, hat Geld aus Waschautomaten geklaut und hat Drogen genommen, ist unter Drogen aggressiv geworden, hat, seine Notdurft irgendwo verrichtet. Das sind alles Sachen, die einen erstmal ganz furchtbar stellen. Aber wenn man dann diesen jungen Menschen vor sich sieht, ist das schon mal was ganz anderes oder ein anderes sehr eindrückliches Verfahren. Das ist jetzt kein schweres Delikt, aber es gab eine junge Frau, die ist unheimlich viel schwarz gefahren. Mhm. Bei jungen Leuten ist häufiges Schwarzfahren oft ein richtig großes Alarmsignal. Und dann hat sich die Jugendhilfe im Strafverfahren mit der Frau in Verbindung gesetzt und stellte dann fest, hochschwanger, saß in so einem schimmligen Kellerloch, der zukünftige Vater hatte sie verlassen, sie hatte niemanden und da konnte man das Strafverfahren nutzen, um sie dazu zu veranlassen, in ein Mutter-Kind-Haus zu gehen und sich vorzubereiten und sich Unterstützung zu suchen. Und ich finde, das zeigt, das sind jetzt nur zwei kleine Beispiele, dass es eben vielschichtig ist. Ja, spannend, da geht es dann gar nicht so sehr um Strafe, sondern vielleicht war diese Verhandlung dann mit dem Schwarzfahren, mit der Frau sogar eine Lösung für ein besseres Leben. Man musste gar nicht. Dass sie Hilfeanspruch genommen hat, worauf sie sonst nicht gekommen wäre. Schön. Ja, sie musste gar nicht in die Verhandlungen. Das konnte man vor der Verhandlung lösen. Und das ist halt das Jugendstrafverfahren. Da kann man auch ganz viele andere Aspekte noch berücksichtigen. Man merkt dir dein Wissen an, deine Kenntnis, auch die Freude. Oder stimmt das? Du hast auch Freude an diesem Beruf. Ja, das klingt natürlich komisch, wenn man das sagt als Staatsanwältin. Ja, aber ich habe Freude. Ich mag das, mit vielen Menschen zusammenzukommen. Und ich sehe eigentlich immer auch viel Hoffnung oder Chancen. Und das macht mir Freude. Nochmal zum heutigen Thema. Vergebung. Reue spielt eine Rolle im Gericht, Mitgefühl. Aber mal ganz unabhängig von Gesetzen, ist Vergebung wichtig, vielleicht sogar lebenswichtig, würdest du das sagen? Natürlich. Vergebung ist ja sozusagen so ein doppelköpfiges Ding. Also für den, der Vergebung sucht, um Entlastung zu finden und für das Opfer auch, um abschließen zu können, Vergebung ganz wichtig, um einen Cut zu machen, um zu sagen, ich möchte mich damit nicht mehr auseinandersetzen, ich möchte mich nicht mehr als Opfer fühlen. Und es ist ja was Aktives. Allerdings gibt es Taten, die sind so schwerwiegend, dass das Opfer nicht vergeben kann. Und auch der Täter oder die Täterin, egal ob Vergebung ausgesprochen wird, egal ob eine Strafe ausgesprochen wird, keine Entlastung findet. Vielen Dank, dass du Zeit dir genommen hast, du Rede und Antwort gestanden hast und für diesen Einblick auch mal ein bisschen, ich sag's mal, hinter die Kulissen des Gerichtssaals. Vielen, vielen Dank. Danke fürs Interesse. Ein Mann hat große Schulden und ist nicht in der Lage, sie zurückzuzahlen. Sein Gläubiger erlässt ihn nach langem Bitten und Flehen die gesamte Summe. Ein Riesenberg. Er ist schuldenfrei, komplett, ohne Wenn und Aber. Was ein Geschenk. Der nun schuldenfreie Mann begegnet einem anderen Menschen, der ihm selbst wiederum eine ganz kleine Summe schuldet, die der andere leider nicht zurückzahlen kann. Derjenige, dem vorher sein Riesenberg an Schulden komplett erlassen wurde, der fröhlich ist und glücklich ist darüber, lässt nun seinen Schuldner trotz der sehr geringen Summe ins Gefängnis werfen.
fies, wie hart, wie unfair, unfassbar. Deshalb wurde diese Hartherzigkeit auch dem ersten sehr mächtigen Gläubiger gleich mitgeteilt und der ärgert sich, verständlicherweise, der ist sauer. Ich erlasse einen riesen Schuldenberg. Und statt dankbar und großzügig vergebungsbereit zu sein, lässt mein ehemaliger Schuldner den anderen wegen einer vergleichsweise geringen Summe ins Gefängnis werfen? Das geht doch gar nicht. Das darf doch nicht sein. Der erste, wie gesagt, sehr mächtige Gläubiger wird so zornig wegen der mangelnden Vergebungsbereitschaft, dass er den hartherzigen Mann den Folterknechten übergibt. Den Folterknechten übergibt, bis er alles zurückbezahlt hat. Eine Geschichte, die Jesus uns überliefert, im Matthäusevangelium, im 18. Kapitel. Und sie ist überschrieben in der Lutherbibel mit von der Vergebung. Vergebung, mein Herzensthema. Vergebung. Ich bin überzeugt, ohne Vergebung können wir nicht leben. Wo Vergebung nicht passiert, wird man den Folterknechten übergeben. So wie es Jesus erzählt, so heißt es in der Bibel. Was tun dann Folterknechten, denen man übergeben worden ist? Was tun Folterknechte, denen man ausgeliefert ist? In der Regel sind das ja raue, skrupellose, gewalttätige, oftmals sadistisch veranlagte Gesellen. Und sie tun deshalb genau das, was ihr Name aussagt. Sie foltern und quälen und fügen Schmerzen hinzu. Und damit sind wir mitten in meinem Herzensthema Vergebung. Denn diese Erzählung von Jesus mit den Folterknechten ist sehr ernst zu nehmen mit Blick auf die Vergebung. Ich glaube, das mit den Folterknechten trifft tatsächlich so ein. Wenn wir nicht lernen zu vergeben, begeben wir uns ganz automatisch in die Folterkammer. Und dann tut es weh. Es schmerzt. Uns selbst. Groll, Ärger, Bitterkeit zerstören dann dein Leben. Dein Leben wird zerstört, nicht das der anderen. Aber Groll, Ärger, Bitterkeit zerstören immer auch Beziehungen. Denn wer sich nicht in der Lage sieht, zu vergeben, der übersieht die Folgen, die ihn selbst foltern und quälen werden. Wer nicht vergibt, ist selbst der Geschädigte. Denn er bleibt entweder in der Opferrolle, was ungesund ist, oder langfristig gehegter Ärger, mangelnde Vergebungsbereitschaft führen zur Bitterkeit. Und Bitterkeit raubt schließlich die Lebensfreude. Der Dumme, der Geschädigte ist der, der nicht vergibt, der nicht vergeben kann. Und deshalb antwortet Jesus auf die Frage von Petrus, wie oft soll ich vergeben, wie oft soll ich verzeihen? 70 mal 7 Mal. Petrus, immer wieder neu sollst du vergeben. Nicht nur 7 Mal, sondern immer wieder, immer wieder, immer wieder neu. Es gibt keine Grenze, wo Vergebung aufhört. Das will Jesus damit sagen. Und was Jesus zu Petrus sagt, sagt er auch zu uns. Die Sache mit der Vergebung scheint aber eine der Sachen zu sein, von denen Jesus, die Bibel sehr oft sprechen, die aber im tatsächlichen Leben oftmals nicht so richtig funktioniert. Ich kenne das auch von mir, wie schwer es ist, manchen Menschen zu vergeben. Es ist so schwer, dass es manchmal sogar unmöglich erscheint. Das werde ich dir nicht verzeihen. Wie oft habe ich das schon gedacht oder gesagt? Das werde ich dir nie vergessen. Das werde ich dir irgendwann heimzahlen. Und in der Tat, ehrlich gesagt, manchmal frage ich mich, ob Jesus überhaupt meinen Chef kennt. Ob Jesus meinen Nachbarn kennt, der mir die Hölle auf Erden bereitet. Ob er den Typen kennt, der meine Freundin ausgespannt hat. Oder ob Jesus meinen jähzornigen und gewalttätigen Ehemann kennt, der mich immer wieder verprügelt. Wenn Jesus die kennen würde, dann wird er nicht so einfach von Vergebung sprechen, so plump und unreflektiert einfach mal 70 mal 7 Mal vergeben sagen. Dennoch, Jesus sagt es, und das Entsetzen der Jünger, der Jüngerinnen zeigt, dass dieses Verzeihen, Vergeben auch schon damals, zu Jesu Zeiten, so unheimlich schwer war. Petrus ist der Meinung, wenn ich 7 Mal vergeben habe, dann ist doch Schluss, das reicht doch. Und 7 Mal, das ist doch wirklich viel, 7 Mal.
Aber Jesus schiebt diese Grenze weg und sagt, nein, nicht siebenmal, siebenmal, siebzigmal, immer wieder. Höre auf zu zählen, höre auf aufzurechnen. Vergebung hat nie einen Schlusspunkt, sondern man muss es immer wieder neu, immer wieder praktizieren. Dann ist es ganz umfassend. Wer zählt? Wie oft er vergibt, vergibt dann eben doch nicht ganz. Der spart die Sünde auf, legt die neue Schuld zur alten, summiert genau. Und irgendwann, wenn dann ein Punkt erreicht ist, dann will er doch strafen. Das verzeihe ich dir nie. Und Jesus fordert aus guten Gründen, dass wir 70 mal 7 mal vergeben sollen. Aber bevor ich verdeutlichen will, warum Leben nur mit Vergebung, davon bin ich überzeugt, funktionieren kann, müssen wir uns erst kurz klar machen, was Vergebung nicht ist. Erstens, Vergebung ist nicht etwas entschuldigen. Wir entschuldigen Autofahrer, die uns die Vorfahrt genommen haben. Das ist auch nicht schlimm, das ist oft ein Missgeschick, manchmal gar nicht absichtlich. Das können wir entschuldigen. Oder wenn mich jemand anrempelt aus Versehen, dann gehört es einfach zum guten Ton, Entschuldigung zu sagen. Die Höflichkeit gebietet das. So etwas passiert unabsichtlich, versehentlich, unverschuldet. Meist bleibt gar kein Schaden zurück. Deshalb ist sowas auch entschuldbar. Vergebung allerdings braucht es, wenn das Schlimme, das wir von einem Menschen angetan wurde, eben nicht mehr entschuldigt oder wieder gut gemacht werden kann. Wenn etwas nicht mehr entschuldbar ist, dann kann es nur noch vergeben werden. Das Zweite. Vergeben ist nicht vergessen. Das sagt oft der Volksmund, aber dieser Spruch ist falsch. Dieser Spruch stimmt nicht. Dieser Spruch ist oft auch ziemlich verletzend. Stellt euch ein Kind vor, das von einem Elternteil geschlagen wird, missbraucht wird. Und dann sagt man, vergiss es. Dieses Kind wird das sein Leben lang nicht vergessen. Vergessen können. Das hinterlässt Wunden. Da kann man nicht sagen, Schwamm drüber, vergiss es. Und diese Wunden hinterlassen Narben. Und auch seelische Wunden hinterlassen Narben. Es ist doch zynisch, von dem Kind zu verlangen, dass es das vergisst. Das geht nicht. Unrecht bleibt Unrecht. Wo Gesetze übertreten wurden, muss auch Strafe sein. Es muss auch Bestrafung geben. Unrecht bleibt Unrecht. Aber vielleicht kann das Kind, wenn es erwachsen ist, die schlimmsten Wunden vergeben. Darauf achten, dass die Wunden nicht wieder aufbrechen, dass sie verheilen. Aber die Narben auf der Seele, auch die körperlichen, die werden bleiben. Vergeben und vergessen ist wirklich nicht dasselbe. Vergeben ist genau das, was getan werden muss, wenn wir nicht vergessen können. Aber vielleicht kann das Kind, wenn es erwachsen ist, die schlimmsten Wunden irgendwann vergeben. Darauf achten, dass die Wunden nicht wieder aufbrechen, sondern verheilen. Aber die Narben, egal ob seelischer Natur oder körperlicher Natur, werden bleiben. Vergeben und vergessen ist nämlich nicht dasselbe. Vergeben ist genau das, was getan werden muss, wenn wir nicht mehr vergessen können. Und das Dritte, vergeben ist auch nicht versöhnen. Vergebung heißt nicht, dass ich mit demjenigen, der mich verletzt hat, automatisch wieder ein gutes Verhältnis haben kann oder gar muss. Dass die Beziehung in jedem Fall wiederhergestellt werden kann. Versöhnung und Vergebung sind zwei verschiedene Dinge. Es stimmt, die Folge von Vergebung kann Versöhnung sein. Aber Vergebung und Versöhnung sind nicht ein und dieselbe Sache. Und das ist ein wichtiger Punkt, der oft vergessen wird. Vergeben kann ich nämlich auch dann, wenn mein Mitmensch nicht zur Versöhnung bereit ist. Oder das vielleicht auch gar nicht mehr kann, weil er bereits verstorben ist. Wir können und sollen auch Verstorbenen vergeben, damit sie keine Macht mehr über uns haben. Und das ist eine Stärke der katholischen Kirche, die Totenmessen feiert. Da wird nicht nur der Toten im Positiven gedacht, sondern da gibt es auch einen Raum, den Toten das, was er mir angetan hat, zu vergeben. Man kann in der Tat auch Menschen, die gar nicht mehr hier auf der Erde sind, vergeben. Und wenn man das nicht tut, haben sie unglaubliche Macht auf dich und prägen dein Leben
selbst wenn sie noch tot sind. Sie brauchen aber keine Macht über mich zu haben, wenn ich ihnen vergebe. Wie gesagt, Vergebung und Versöhnung sind nicht dasselbe. Versöhnung dagegen ist erst dann möglich, wenn beide Personen einen Schritt aufeinander zugehen. Und zur Versöhnung gehören immer zwei. Und ob Vertrauen wieder wachsen kann. Vertrauen, das zur Versöhnung führen kann, hängt besonders vom Geschädigten, vom Opfer ab. Möchte und kann er auf den anderen tatsächlich zugehen und kommt dann auch das Gegenüber einen Schritt entgegen? Nun zurück zur Ausgangsfrage. Warum sollte man vergeben? Und jetzt kommt etwas, was du vielleicht nicht erwartest, dass es ein Pfarrer sagt, dass es in der Kirche gesagt wird. Aus rein egoistischen Gründen. Aus Egoismus. Das hört man doch selten in der Kirche. Aber Vergebung nützt aus egoistischen Gründen, denn es hilft dir. Hast du dich nämlich schon mal gefragt, wen es eigentlich schmerzt, wenn du nicht bereit bist zu vergeben? Manchmal weiß ja ein Übeltäter nicht einmal mehr, dass er dich verletzt hat. Und wenn du nicht vergibst, dann bleibst du lange, vielleicht sogar dein Leben lang, ein Gefangener deines eigenen Schmerzes und deiner Wut. Und dann wirst du früher oder später zu einem verbitterten Menschen. Verbitterte Menschen sind Menschen, die nicht vergeben können. Du bist nicht nur gefangen und wirst von inneren Folterknechten gepeinigt, sondern du bindest dich an Menschen, die an dir schuldig geworden sind. Du bist nicht nur gefangen, sondern auch gefesselt. Ich möchte das mal symbolisieren, danke. Du kettest, du fesselst dich regelrecht an Menschen und wunderst dich, warum jede Bewegung schmerzt, warum du nicht frei leben kannst und die Wunden durch die Fesseln immer wieder neu aufbrechen. Das tut weh und das schmerzt und das hinterlässt Spuren. Ich trage dir das nach, heißt es. Und hier wird deutlich, ich trage dir das nach. Ich schleppe, trage schwer, mich beschäftigt es, mich nimmt es gefangen, mich bindet es. Wer nachtragend ist, hat viel zu schleppen. Wie gesagt, der andere weiß vielleicht gar nicht mehr, welchen Schmerz er dir irgendwann mal, ob absichtlich oder unabsichtlich, zugefügt hat. Wer einem anderen nicht vergeben kann, ihn als Täter und sich als Opfer betrachtet, räumt ihm dadurch Macht über sein eigenes Leben ein. Macht sich selbst das Leben schwer. Man bleibt Opfer, verstrickt sich in innere Auseinandersetzungen mit dem Verursacher, wird von den inneren Folterknechten gepeinigt, fesselt sich und gibt dem Schuldigen Macht über sich und seine Emotionen. Und indem ich verzeihe, entbinde ich mich aus der emotionalen Abhängigkeit zu ihm. Ich schleppe diese Menschen mit mir mit. Und bei diesem Schleppen wird doch schon im Wort deutlich, wer sich dabei müht und anstrengt. Und ich möchte euch das nochmal versinnbildlichen mit einigen fiktiven Beispielen. Hier habe ich das Seil und da ist der Vater, der mich geschlagen hat und dem ich es nie recht machen konnte. Und den schleppe ich durch mein Leben. Und dann kommen die Schulkameraden, die haben mich wegen meiner Pickel gehänselt und Witze gemacht. Und ich kann ihn nicht vergeben und schleppe sie durch mein Leben. Und dann ist da der Chef. Ach, was hat er mir alles versprochen, was er tut für mich. Und ich habe mich bemüht. Aber er hat sich nicht dran gehalten. Und ich schleppe den Vater und die Schulkameraden mit, weil ich nicht vergebe. Und dann ist die Mama da, die nie gesagt hat, dass sie mich liebt, die mich wirklich gewollt hat. Und all das, ihr seht schon, wer sich hier kaum noch bewegen kann, und vermutlich lachen die sogar, weil die es gar nicht wissen, was sie für eine Bürde in meinem Leben sind. Und Gott will das nicht. Gott will nicht, dass wir solche Menschen mitschleppen, durch unser Leben schleppen. Dass diese Menschen Macht ausüben. Gott will das nicht. Vielen Dank. Cool. Gott will nicht, dass wir schleppen, uns durchs Leben mühen, uns an Menschen, die uns verletzt haben, binden. Dass wir gefangen sind. Dass wir von Folterknechten gepeinigt werden. Gott will das nicht. Gott will vielmehr, dass wir frei, dass wir befreit leben, dass wir Freude haben, dass unsere Beziehungen Bestand haben und gesund sind. Vergebung bedeutet Selbstbefreiung. Vergebung bedeutet Selbstbefreiung. Frei sein. Und deshalb gibt Gott uns den Auftrag zu vergeben. Und ja, es ist ein Auftrag.
Es ist nicht ein du könntest oder wenn du möchtest oder wenn du dazu bereit bist. Es ist ein Auftrag. Tue es. Vergib. Tue es vor dem Hintergrund, dass sonst die Folter kommt. Vergebung soll getan werden. 7 mal 70. Ohne Grenzen. Und Vergebung ist deine Entscheidung. Vergebung ist eine Entscheidung. Vergebung ist deine Entscheidung. Denn Gott fordert uns zur Vergebung auf. Und wenn wir Vergebung als einen Auftrag verstehen, dann ist Vergebung nicht unmöglich. Wenn Gott uns Vergebung zumutet, dann kann das nicht unmöglich sein. Denn Gott ist für das Unmögliche zuständig, nicht wir. Deshalb mutet er uns nichts Unmögliches zu. Wir können Vergebung leben und praktizieren. Es ist eine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung. Aber da sind doch die Gefühle. Mir geht's nicht so gut. Ich habe die Kraft nicht dazu. Da sind wir beim nächsten Missverständnis. Ein Auftrag zu erledigen ist kein Akt des Gefühls. Deshalb ist Vergebung auch keine Gefühlsangelegenheit. Gefühle und Vergebung sind in sich selbst schon ein Widerspruch. Gäben wir unseren Gefühlen nach, ja, dann wären wir wahrscheinlich nie bereit zu vergeben. In unseren Gefühlen sind wir Menschen doch so ausgesprochen unstet. Aber wir sind nicht ohnmächtig. Es liegt etwas in meiner und in deiner Macht. Wir haben die Macht, darüber zu entscheiden, ob wir vergeben wollen oder nicht. Ich glaube, wir Christen sollten mehr als alles andere Vergebung praktizieren. Deshalb ist es ja auch mein Herzensthema. Und ich glaube, es ist auch Gottes großes Herzensthema. Denn wir leben ja jeden Tag, Tag für Tag aus der Vergebung, die Gott uns schenkt. Die Bibel ist voll von Geschichten, die verdeutlichen, dass Gott nicht gerecht ist, sondern dass er vergibt, verzeiht, uns immer wieder Neuanfänge schenkt. Die Geschichte vom verlorenen Sohn, der trotz allem Mist, den er gemacht hat, willkommen daheim ist. Der Vater nimmt ihn in die Arme. Oder die stadtbekannte Ehebrecherin, über die Jesus sagt, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Vergebung, Vergebung, Vergebung. Das große Thema. Und Jesus Christus ist ja der Inbegriff der Vergebung. Es ist sein Wille, seine Idee, seine Entscheidung, die gilt. Er hat sich darauf festgelegt. Die Vergebung Gottes für uns Menschen wurde endgültig vollzogen am Kreuz von Golgatha durch den Tod Jesu. Gott vergibt uns durch und durch. Und diese Kraft der Vergebung kann auch Eiszeiten zwischen Menschen beenden und zum Schmelzen bringen. Diese Kraft kann Abgründe überwinden, die für uns unüberwindbar scheinen. Diese Kraft kann die Worte über unsere Lippen bringen: Ich vergebe dir. Ich entlasse dich aus dem Vorwurf. Ich gebe dich frei. Ich binde dich los, damit ich leben kann. Ich bin überzeugt, wir, vor allem wir Christen, können vergeben. Ja, ich weiß, es ist nicht einfach, aber es ist machbar. Denkt allein mal an das Vaterunser. Dort bitten wir: Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Ja, aber damit endet es ja nicht, sondern es geht weiter. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Manchmal müssen wir vielleicht darum bitten, aber es ist möglich. Und wie sähe denn unser Miteinander? Wie sähe denn unsere Gesellschaft, unsere gebrochene Welt aus, wenn wir mehr vergeben würden? Wahrscheinlich. Ach was. Sicherlich viel paradiesischer. Deshalb, vergib um deinetwillen und um Gottes Willen. Amen.